Hallo Leute, ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Video. Heute spielen wir The Midnight Man. The Midnight Man basiert auf einem echten Ritual namens das Mitternachtsspiel. Da muss man irgend so ein Ritual vollziehen. Hier steht es. Weiß ich jetzt nicht genau, wie das geht. Könnt ihr euch ja durchlesen, will ich jetzt auch nicht vorlesen. Auf jeden Fall ist danach der Mitternachtsman in eurem Haus. Und ihr müsst ihm von Mitternacht bis 3.33 Uhr entgehen. Gibt extra auch so Dinger, Regeln, was man darf und was nicht, man nicht darf. Zum Beispiel Licht nur mit einer Kerze, wenn die ausgeht, weil der Mitternachtsmann da ist. Innerhalb von 10 Sekunden wieder anmachen. Und, will ich auch nicht durchlesen, im Creepypasta-Wiki ist das sicher eine Beschreibung, wie das geht. Könnt ihr einfach mit eurem besten Freund Google fragen, ja? Und beginnen wir einmal. The Midnight Man. Also wir sind jetzt so ein Typ, der dieses Mitternachtsspiel gemacht hat, das Ritual gemacht hat, und jetzt ist er in dem Dingsterbumster. Und jetzt spielt er gerade. Ja, das kann ich mal überspringen. Und los geht's. F, um was zu öffnen. Okay, und ich habe auch gehört, man soll nur sicher sein in einem Kreis aus Salz. Jo, keine Ahnung warum. Salz ist bei Geistern ja Universallösung. Frag mich nicht warum. Sicher ein gutes Gewürz, vielleicht. Ne, keine Ahnung warum. Ein Klo haben wir hier auch. Schauen wir uns halt mal weiter um. So, und schon habe ich mich verlaufen. Oh, wie herrlich. Ja. Hallo? Jo, super. Bin ich ein Held. Hier geht's raus. Na, nette Hütte haben wir hier. Nett, nett. Schlafen gehen soll man sich, schlafen legen sollte man sich auch nicht. Ich würde sagen, wenn da wirklich so ein Midnight Man hier ist, habe ich was Besseres zu tun. Dürfen wir rausgehen? Ich weiß es nicht. Vor allem, weil die Tür nicht aufgeht. Darum lasse ich es einmal. Boah! Überraschung! Ah. Okay, wir sollten nicht rausgehen. Wir sollten nicht rausgehen und wir finden nicht mehr rein. Ja. Nochmal würde ich sagen. Okay, jetzt wissen wir auf jeden Fall, man darf nicht rausgehen. Das ist gut zu wissen. Und probieren wir es noch einmal. Okay. Das war die Eingangstür, oder? Jo. Bumm. Kommt zu Besuch und schmeißt Stühle um. So, 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 so. Ist im Kühlschrank was? Scheiße, leer. Was haben wir hier? Nichts Interessantes. Okay. Ich weiß auch nicht, wie man da jetzt überleben soll, dem einfach entgehen oder irgendwas. Denke ich mir halt einmal. Also immer herumrennen. Oh, der macht Geräusche, der macht Geräusche. So, was? Gehen wir hier mal wieder hin? Schauen wir doch einmal, wo der ist. Bin gespannt, wie der ausschaut. Na super, der Jumpscare ist jetzt also auch noch random, oder was? Na, das ist ja herrlich. Da war er. Habt ihr ihn gesehen? Ganz kurz, da war er. Oh. Ja, das heißt, er ist in der Nähe und jetzt haben wir 10 Sekunden Zeit. Mhm. Ja, geil. Wo ist denn der?
Wo war denn, dass das Licht ausgeht? Seltsam. Bleiben wir hier einfach stehen und warten, bis die Zeit aus ist. Ah, da unten. Hallo. Also ich würde jetzt sagen, wir bleiben hier jetzt einfach so stehen, schauen uns gegenseitig an und warten, dass die Zeit abläuft. Ich gehe mal weiter. Ist das eine Idee oder ist das eine Idee? Vielleicht müssen wir gehen, damit die Zeit da weiterläuft. Dann gehen wir hier mal so herum. Und das ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Also gehen wir mal weiter. Schauen wir uns ein bisschen um. Die Tür ist zu radiatum. Kommt nicht rein. Gut, der Fernseher flackert da oben schön weiter. Das ist toll. Hä? Was? Oh mein Gott. Ich will nicht. Lass mich raus. Ha, Licht brennt. Sind wir entkommen oder sind wir entkommen? Ach, so ein Scheiß aber auch. Wir sind ja doch entkommen. Na gut, wenn ihr jetzt selber Bock habt, das Spiel zu spielen, Download-Link ist in der Beschreibung. Vielleicht schafft ihr es ja bis 3.33 Uhr ihm zu entgehen. 3.33 Uhr, 333, das ist auch so eine mystische Zahl, fällt mir gerade auf. Daran könnt's liegen. Also, dann verabschiede ich mich mal wieder und tschüss.